Dachschäden, Leute, da sind wir zum Nachbericht. Und wir sehen McGay mit einer Supernote, eine 1,5. Was denn da los bei ihm? Ist das die beste Note? Überhaupt nicht, hatte schon mal eine 1 als Freundschaftsspiel, das sieht mich nicht. Gegen MSV Duisburg hat er mal eine 1. Okay. Jetzt hat er eine 1,5. Ja, macht, hat es nicht schlecht gemacht. Hat er mal schön vorbei in die Mitte gespielt und trotzdem irgendwie, ja, Bennett kam nicht hin, der Torwart war da. Schade, Toben hat eine 3, kriegt Bennett eine 3,5. Tomala hat dann einfach das, ja, das Ding gemacht und sonst, ja, ein Durchschnittsspiel war es. Porter mit einer 2, ne, der hat geht hier trotzdem auch noch ab. Europa liegt natürlich nicht drin, ne? Aber wenn er sich da weiterentwickelt, ne? Porter, der macht sich nicht schlecht. Also war doch ein guter, ja, Spieler gekriegt umsonst, also nur für Gehalt ist das schon schick. Gehen wir mal in die Statistik, wir sehen, wir haben mehr Ballbesitz, 61%. 9-mal erfolgreiche Pässe, mehr als Hoffenheim. Dann hatten wir 5 Schüsse, davon 3 aufs Tor und 2 vorbei. Hoffenheim hatte 4 Schüsse und davon alle vorbei gesammelt. Nicht mal aufs Tor kam die Melle. Gehen wir mal in die Ergebnisse. Unterhaching gewinnt gegen SG Dynamo Dresden 1-0. Jena gewinnt gegen Bayern München 2-0. MSV Duisburg gewinnt 4-3 gegen Dortmund 2. Heidenheim und Wien Wiesbaden trennen sich 2-2. Stuttgart und FSV Frankfurt trennen sich 0-0. Darmstadt verliert gegen VfR Aalen, die ja zurzeit so weit unten sind, durch Christian Pauli. Und Arne Falk, eine schöne 1,5, hat eine 70 jetzt so knapp. Ah, war nicht schlecht. So, dann sehen wir den Halle-Schäfte gegen die TSV Buchbach. Wir sehen Wolfsburg, zweiter gewinnt gegen Jena und Rot-Weiß Essen gewinnt 3-1 gegen Chemnitz. Und wir sehen, Buchbach ist jetzt damit auf einen Abstiegsplatz. Schade für die Mannschaft. Aber ist ja noch alles drin, ist ja alles eng. Und Darmstadt muss aufpassen, den Vorsprung, den sie sich rausgeholt haben, haben sie durch 3 Niederlagen in den letzten 5 Spielen, ja, selbst kaputt gemacht. Weil wir ziehen nach vorne weg, wir haben unsere 10 Punkte und unsere 11 Punkte vor den, ja, auf den Relegationsplatz. Also das ist für uns mit einer der wichtigsten Sachen. Wir wollen aufsteigen, ob Dritter oder Zweiter, das ist mir dann am Ende Schnuppe. Ob wir dann noch 2 Spiele mehr machen müssen und dann das Ding gewinnt, ist mir dann auch so egal. Gehen wir mal in die Stimmen und wir sehen keiner fragt, was man arbeitet. Jeder schaut nur auf die Tabelle. Genau so ist es, Matthäus. Luther Matthäus. Vielleicht hast du ja schon eine neue Dame gehabt. Das war ein Biss. So, guck mal, was ich sage oder was wir sagen oder was der Berliner sagt. Es war ein Spiel für 4 oder 5 Tore für uns. Leider haben wir die Chancen nicht entsprechend genutzt. Armin habe ich ausgewechselt, weil er ein bisschen müde war. Okay, wenn du es sagst. Gehen wir mal in die Spieler, das die Stick oder sind wir. McGain ist drin. Der einzige von uns, aber es ist ja mal schön, dass er jetzt hier zum zweiten Mal drin ist. Anne Falk, Johannes Hummels, der Bruder von Matthias. Zeigt sich hier auch nicht schlecht. Teamleistung 2,86. Trotz einer nicht so starken Leistung, wie ich fand, trotzdem noch eine gute Note übrig, also geht doch. So, Bentner hat wieder getroffen, Dominik Strengel nicht. Aber er hat natürlich heute auch nicht getroffen, wir wissen ja, wer alles getroffen hat. Sonst ein ja, souverän gutes Spiel von unserer Mannschaft. Wir gucken mal noch Fairplay, Kloppenburg und Buchbach immer noch sehr fair. Wir müssen einfach mal Eier zeigen. Erik Jendrisek, immer noch beim MSV Duisburg, oder ist wieder gekehrt, ne, so besser gesagt. Ne, in Wirklichkeit ist er doch gewechselt, ach, keine Ahnung. Ist 2 Wochen noch verletzt, hat er dafür eine Stärke. 65. Fünf Monate Jonathan Kotzke. Genau wie Joel Reinholz, der sagt mir irgendwas. Genau, der von Bochum, der Stürmer.
Schade. Hätte man ja auch mal sehen können, ob er sich durchsetzt. Oh, oh. Europa League steht schon wieder an. Wenn wir da gewinnen, oh, dann ist was drinne. Danach kommt schon TSV Buchbach. Also könnten wir uns ein bisschen mit unserer Mannschaft ein bisschen, ja, gucken, ob wir einen anderen einstellen oder den da. Wir müssen gucken. So, auch die Champions League, die nächsten Ergebnisse. Ja. Und Marseille und Arsenal, ja, die sind wohl in der nächsten Runde. Dafür Cluj und Donetsk kämpfen um die Europa League. So, Monaco, ja, ist locker weiter mit einem 4-0. Kann das eigentlich nur noch was werden? Mal gucken, einfach mal. Außer, ne, wenn Lüttich. Doch, wenn Lüttich. Ne, Lüttich hat ja verloren. Hab ich auf Monaco geguckt. Ne, 0-0. Wenn Lüttich 1-0 gegen Real Madrid gewinnt, dann ist Real Madrid noch raus. Es gibt's gar nicht. Die können noch rausfliegen. Da können sie denn ja nichts machen. Wenn Lüttich gewinnt, dann sind sie raus. Aber Lüttich muss erstmal gewinnen. Jetzt habe ich das Stadion verloren. Nein, das laber ich für Scheiße. Bichester gewinnt 5-0 und Barcelona gewinnt 3-2, aber es ist wohl noch nicht klar oder so. Ajax hat das Hinspiel auch verloren, also ist doch alles klar. Um ein Spiel Bichester gegen Ajax 2-0. Oh. Wenn Ajax gewinnt, dann sind sie immer noch raus, Bichester. Da müssen wir aufpassen. Die Dürken und Leverkusen spielt wieder nur unentschieden. Also kann man ja auch nicht weiterkommen. Haben ein Endspiel gegen Moskau und können noch Gruppenerster werden. Also das wird noch eine spannende Sache. Aha. Christopher Lück. Nee, da. Nee, du Scheiße. Haben wir sie wieder neu. Die haben sie nicht. Komm, nehmen wir den mal mit. 2,5 ist ja nicht so schlimm. Daniel erreicht Training. Sie war ja da drin. Vergessen. Mann gegen Mann, ja, so. Kannst du dir jetzt auf 80 machen und dann sind wir zufrieden. Riskante Mannschaft, der war okay und riskanter Sport erfolgreich. So, Nachrichten immer noch 2 Wochen. Wir gehen weiter. Und sehen, dass Gladbach es noch in der Hand hat, denn Krakau vielleicht nur unentschieden, aber es ist so unrealistisch. Gladbach hat, ja, weil sie das Rückspiel verloren haben, 2-1, hätten sie mal 2-0 gewonnen, wären sie locker gewesen. Damit reicht das nicht. Turin kann man auch nicht mehr einholen. Doch, kann man. Die hat dann Gladbach gegen Turin im Hinspiel gespielt. 4-1 verloren. Müssten sie 3-0 gegen Turin gewinnen. Oder United spielt unentschieden. Boah, Klikau hat ja noch gar keinen einzigen Punkt. Bayern spielt schon wieder nur unentschieden. Was ist denn da los? Also das ist ja schon eigene Blödheit. Gegen eine FK Kiat Mannschaft. Nee, das hat Atletico. Und gegen Liverpool schaffen sie es nicht. Ach du Scheiße. So, und Chelsea gewinnt gegen Dortmund, aber die Gruppe ist sogar so schon entschieden. So, Valencia gewinnt wieder, oder spielt wieder zu 0. Aber hat schon 10 Tore geschossen, das ist schon krass. Die kommen, sind auch eine Runde weiter. Sporting müsste damit auch weiter sein. Weil sie das Hinspiel gegen, nee, haben sie doch nicht. Also, wenn Sporting verliert und Inter Mailand gewinnt, dann schafft es vielleicht doch Inter Mailand oder Brondi. Haben die gegen Valencia gewonnen? Nee, gegen Sporting? Nee, haben sie nicht. Also Brondi kann eigentlich nur mit einem Sieg auf Platz 3 bringen und in die Europa League kommen. Und das war's schon wieder. Wir haben schon kleine
bestimmt schon 20 Minuten hoch. So 785, die Mannschaftsstärke geht ab. Time Partner Park, okay, Arena. So, wir gehen weiter. Natürlich, Nuri ist gesperrt, okay. Aus der zweiten Mannschaft kommt jemand hoch. Die Movement ist wütend, ist ja mir egal, wir bringen den Marvin. Wir bringen ihn in den Lago. Diese erste Mannschaft ist ja für nichts gespielt. So, erste Mannschaft. So, können wir den gleich einstellen. So, dann kommt der McGay und dann haben wir sie alle schon wieder schicki. Ulf hat eine 70, Hummel 69, Neub hat eine 70, Gerd ist eine 70, McKay eine 70, Boll eine 68, jenige fast alle über eine 70, außer Boll und Hummel. Das ist krass, muss ich sagen. Ja, ja, und der Korte, der noch richtig stark ist, der ja, darf nicht spielen. Also da wäre vielleicht noch mehr gegangen. Gehen wir mal in die Taktik. Ich weiß nicht, irgendjemand war sehr stark, ja, hier. Okay. Kaum Torhüter. Zwei Tore geschossen. Ja, der. 16 Spiele, zwei Tore bloß. Aber nur die meisten Tore vorbereitet. Okay. 10 Tore vorlaufen. Okay. Wo bleibt der Ball dran? Ne? Wir gehen über die Flügel. Das kann ich jetzt schon sagen. Vitali Vitov. Unser Pass mit Ecknehmer auch mit Wohlfahrt. TMF Flankenbrusto 70, lassen wir den mal laufen. So sagen wir den Jungs, dass sie über die Flügel kommen sollen. Schiebt mir hier die beste Entscheidung. So, entsprechend können wir dann in dem Nachricht, weil die wird natürlich auch nicht mehr so lang sein, für die nächste Folge. Ich würde mal sagen, haut rein, bis dann, und ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Ciao.